Grüß euch alle miteinander, herzlich willkommen bei Hör wie grillt. Ja, die Spargelzeit fängt an, ja. Gibt schon den ersten Spargel, den heimischen, und da einen grünen, das wir genommen, nicht? Und heute gibt es eine Spargel-Bunkenbombe. Da für den Herrlinsau. Und so schaut die aus, hä? Glasiert mit Barbecue-Soße, ein Glanzerl hat das, riechen tut's, ein Hammer. Und wenn ihr wissen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran und schaut zu. Jetzt alles für unsere Spargel-Butenbomb, ne? Da haben wir mal die Butenbrust, 1,2 Kilo, dann da einen grünen Spargel, einen Emmentaler, mein Lieblingsgäste, könnt ihr nehmen, was ihr wollt, und einen Schinken. Den Spargel haben wir 5 Minuten in heißem Wasser kurz blanchiert, da ist drin 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker und etwas Öl. Nur kurz, dass ein bisschen die harten Stiele dass ein bisschen weicher werden. Ne? Und natürlich Bacon, da habe ich schon ein Baconnetz gemacht, das sind ca. 600 Gramm Bacon. Gut, dann gehen wir es an und ein selbstgemischtes Gyros-Gewürz. Ich verlinke euch noch, also schreibe ich noch unten auf und gehen wir es an. Das war es eigentlich schon. Und fangen wir an. So, zuerst stellen wir da mal Käse drauf geben. Jawohl. Dann den Schinken. Und dann unseren Spargel. Das ist so. Versetzt. Und jetzt werden wir zum Rollen anfangen. Das Ganze haben wir sich auf ein Backpapier gelegt. Geht nicht so ganz, wie man das vorgestellt hat. Oh, ja. Hier schön verschließen. Das Ganze. Ja, und unser Bonbon ist fertig für den Grill. Wir sehen uns am Gasgrill draußen. Bis gleich. Ja, die Spargel-Butenbomb liegt oben am Grill, gell? Ist fertig verkabelt. Wir werden ihn so jetzt auf ca. 160 Grad fahren am Anfang. Später dann ein bisschen höher gehen, dass der Speck ein bisschen knuspriger wird. Wir werden die Kerntemperatur ziehen von ca. 75 Grad. Ja, und bei 68, 70 Grad werden wir dann glasieren. Habe ich noch vergessen zu sagen, mit dem indirekten Setup. Rechter und linker Brenner sind aufgedreht, ganz auf niedriger Stufe. Da haben wir eine Wasserschale, dass man sich beim Glasieren noch nicht den Griller so versauen. Ja, unser Bonbon schaut aus, ja, nach 1,5 Stunden. Speck ist schon schön angeknuspert, jetzt haben wir da ein bisschen Barbecue-Sauce drauf gegeben. Was ihr wollt da, ich nehme die Memphis-Style. Die nehme ich auch bei den Pulled Pork. Das ist eine Weltklasse-Sauce. Rezept natürlich, kriegt ihr. Ja, Deckel zu, ein bisschen dauert es noch. 65 Grad Kerntemperatur haben wir schon. Wir sind am Ziel angelangt, gell? Unser Beckenbomberl hat 72 Grad. Wir werden das Ding jetzt vom Grill nehmen und werden anschneiden und gleich verkosten. So, der große Augenblick, gell? Werden wir das einmal anschneiden, das Ding. Ja. Schaut euch das an. Ne? Ein Hammer.
Kann man da nur sagen. Muss ich mir selber schauen. Aber der Spargel drinnen, herrlich. Wenn wir mal einen Scheiberl runterschneiden. Und einmal kosten. Ja, unterweicht das Fleisch. Leute, angeldicht. Das Gyros-Gewürz passt super dazu. Und schauen wir zum Spargel. Der ist noch bissfest. Gerade richtig. Ich würde sagen, das war wieder eine liebe Sache. Macht es noch, ist wirklich gut. Ist einmal anders. Andere Beckenbomben ohne Verschieden geht mit einem Butten genauso. Ist hammermäßig. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, da versäumt ihr keine Folge mehr. Ich sage euch nicht mehr, tschüss Papa und pfiat euch bis zum nächsten Mal.